Ja, servus. So, vor so einem halben Jahr oder so war das ja mal in, hier die ersten 151 Pokémon alle aufzulisten aus dem Kopf. Und hat irgendwie jeder gemacht. Und bei mir am Kanal gab es das nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen das auch. Allerdings machen wir jetzt mal für die zweite Gen. Weil erste Gen macht ja jeder. Und ich dachte mir, zweite Gen ist dann vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger. Wobei ich jetzt auch nicht von mir behaupten würde, dass ich die erste Gen alle hinbringen würde. Ich glaube, da würden auch wieder einige fehlen. Irgendwelche Deppen, die einem da einfach nicht einfallen. Aber ja, wir schauen jetzt mal, ob. Mit den Johto-Pokémon, ob wir hier irgendwie einigermaßen was zusammenbekommen. Also ich habe vorher mir das nicht durchgeschaut und jetzt schauen wir einfach mal, ob da was dabei rauskommt. Fangen wir mal an, wir haben hier wohl dann eine Viertelstunde Zeit und wir fangen jetzt gleich mal mit Endivie an. Also mach es mit deutschen Namen natürlich. Loblatt, jetzt fällt mir schon wieder nicht ein, wie es heißt. Meganie. Kani. Mani. Hyrakrok. Ja, ist tatsächlich so, weil mit nicht sicher, ob das der deutsche Name ist. Und Gator, Impagator, Heuriegel, Igelava. Wie schreibt sich der? Schreibt sich der nicht so? Igelava. Oh Mann. Tornup. So, wie schreibt sich denn der? Igelava. Keine Ahnung. Ja, den habe ich dann schon mal nicht. Okay. Machen wir weiter. Boto, Gel, Darm, Irplex. Oh, Lugia, Celebi, Raikou, Suicune, Entei. Dedraking. Gut. Noctu. Ja. Gut. Wen gibt's denn da noch? Fun. I. Don Fun. Ursaring. Ted. Die Ursa. Habt dich so? Sehr schön. Elekid. Magby. Gab es in der zweiten Gen Fossile? Ich glaube nicht. Elekid, Magby und. Gab es nochmal irgend so ein Baby-Pokémon? Fällt mir jetzt aber auch nicht ein. Mogelbaum. Wer ist denn die Kuh? Die Kuh. Miltank. Miltank heißt die Kuh. Sehr gut. Na gut. Zweite Gen. Zweite Gen ist doch dieses ganze Johto-Zeug. Da gab es dann Nachtara und. Die Anna? Wir sind schon bei 29, wir sind gut. Wir sind gut, aber es wird halt immer schwerer, weil der ganze Scheiß dann hintenrum wieder nicht mehr einfällt. Wir haben aus der zweiten Gen natürlich noch. Ja, wen eigentlich? Lashoking. Lashoking zum. Wir haben doch da noch ein paar Weiterentwicklungen aus der ersten Generation. Aber viele kamen dann auch mal erst in der vierten. Wohin genau? Läuft denn da alles noch rum? Hier ist gerade vollkommen konzeptlos an. Stalos, Aerox, Tanza, Forstelka. Das ist ja, das ist echt schwieriger als gedacht. Viel, viel schwieriger als gedacht. Johto-Region. Ariados, Vebarak. Dann gab es nochmal irgendwelche Käfer, aber da komme ich jetzt nicht drauf. Kusilla. Auch so ein Baby-Pokémon. Rabautz. Noch mehr von denen? GG. Igel. Lava. Hä, wie soll sich der bitte schreiben? Oder heißt der auf Deutsch gar nicht Igel Lava? Der. Oh, keine Ahnung. Scheiß drauf.
Skaraborn. Dann gibt's Visor, wie Senior. Beispiel, ja. Ja, die Vogelreihe haben wir schon. Das sind nämlich die Hutut Noctu. Mehr Vögel gibt es da nicht. Also diese Stadtervögel, die es immer gibt. Panther Aeron. Nimm da nicht mal die Hälfte, Mann. Gott. Noch nicht mal die Hälfte. Denn da, ach komm, das ist schon so lang her, aber es muss einem da trotzdem noch was einfallen. Kann nicht so schwer sein, ein paar von den Mistviechern da wieder zu identifizieren. Ist auch problematisch, dass viele noch von der ersten Generation da übernommen wurden in den Spielen. Also Käfer und so gibt es ja, glaube ich, da gar keine so viele eigene. Pichu gibt es aber noch. Pi und. Ah, wie heißt diese Pummeluff-Vorentwicklung? Fluffeluff. Und dann gibt es nämlich auch noch. Nupul. Granbull. Genau, diese komischen Hunde, die jetzt denen sind. Dann gibt's. Ja, wen denn eigentlich? Irgendwelche Viecher, Kramurks. Und wie heißt der Geist? Braunspiel. Ist auch noch. Natürlich hier sinnvoll geordnet. im Pokédex. Mein Gott, mir fällt das alles nicht mehr ein. Keine Ahnung, welche Mistviecher da noch in der zweiten Gen waren. Mantax. Dann noch Lanturn, Lampi. Jo, so Seeviecher halt, ne? Octillery. Oh, ich habe schon über die Hälfte immerhin. Na gut. Aber da müssen dann noch ein paar gehen. Das ist doch nicht so schwierig. Sollte man meinen. Es gibt ja so eine Auswahl, es sind noch so viele, die fehlen. Und genau, es gibt paar. Punga? Aber wie heißen die anderen blöden Viecher dazu? Uppelupf? Vor allem, wie schreiben die sich? Uppelupf und die Vorentwicklung von dem Viech war. Ich weiß es nicht. Es gibt auch eine Sonnenblume. Wie heißt die? Sonnenkern? Sonnenflora. Wie heißt jetzt die Vorentwicklung von dem Uppelupf? Von dem, ja, irgend so ein Mistviech. Aber es gibt Morlord Felino. Und sind nicht irgendwelche Psychoviecher auch oder was? Und doch jetzt nur Lashoking und Lugia als Psycho. Ungefähr. Mein Gott, ist das schwierig. Sind dann auch wieder viele nur wieder erst zu searchen und sowas. Gibt glaube auch wenig, die irgendwie kompetitiv oft auftauchen. In den höheren Tiers. Stalos haben wir. Stalos haben wir. Gibt's auch kein Kampfviech oder? Mir fällt nichts mehr ein. Nur 6 Minuten, aber die Zeit tickt runter, da fällt nichts mehr ein. Es gibt Ampharos, Waiti, Voltilam.
Jawohl. Aber sonst bei 63 von 100. Also wir haben deutlich über die Hälfte. Liegt denn da immer noch für eine Scheiße rum? Also nicht mal, wer da die Top 4 war. Ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Glubella gab's. Hier auch noch irgendwelche anderen Weiterentwicklungen, Vorentwicklungen, irgendwas, mir alles nicht mehr einfällt. Ich stehe jetzt hier ganz schön da. Quaxo. Quaxo ist auch zweite Gen. Hundemon und Duster. Yay. Wie noch? Okay, 70 müssen wir doch schaffen. Noch irgendeine Entwicklungsreihe oder sowas. Da tauchen doch auch lauter noch irgendwelche komischen Normalviecher oder sowas, müssen doch da auch noch irgendwann auftauchen. Versuche auch dauernd auf irgendeinen. An irgendeinen Ort zu kommen oder mir in irgendeinen Ort vorzustellen, den es ja gab, aber nicht mehr da fällt mir was ein. Aber Mist ist. Porygon 2. Und diese ganzen Eventviecher wie hier Garados und so, die da eine wichtige Rolle gespielt haben, die waren ja alle noch erst Gen. Drachen gibt es ja auch nur Sidraking. Despota, Larvita, Pupita. Jo, haben wir da hinten doch schon mal aufgeräumt. Ich würde auch gerne noch weiter überlegen, die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab, die Scheißzeit läuft ab. Irgendeinen komischen Vogel oder sowas, der da mal rumfliegt oder irgendeine andere Scheiße. Ach ja, war auch klar, dass einem die ganzen Deppen hier wieder einfallen, ey. Einmal, wenn man was bräuchte. Nee, jetzt sitzt es aus. Jetzt sitzt es langsam aus. Capoeira. Den gibt's noch. Jawohl. Ah, und wie heißt die Vorentwicklung vom Hupplelupf? Der Wasser ist sau schwach. Blutpflanze. Noch nicht mal drei Viertel haben wir richtig. Sneebel. Quiekel. Keifel.
Mir noch ein paar so Eispfadviecher eingefallen, immerhin. Jetzt haben wir genau drei Viertel. Drei Viertel ist ein okayes Ergebnis, würde ich sagen. Einer wäre doch nicht schlecht. Hoppspross heißt der. Yes! Okay, 76%. Aber wie schreibt sich jetzt der Depp? Ja! Wir haben den noch. Wir haben noch den Igel Lava. Okay, gut. Naja, 77 von 100. Was soll's? Okay, hau ab mit der Scheiße. So. Wer fehlt denn? Ladybug, Lidian. Okay, kann man nicht drauf kommen. X-Bart. Ja, hätte man drauf kommen können. Togepi, Togetic natürlich. Natu, Xatu haben wir auch vergessen. Ja, Meryl, Azumarill. Oh Gott. Griffel, Yanma. Okay, kann man mal vergessen. Incognito, oh Mann. Girafarig, Dumisel, Skorgla, oh ja, das vergisst sowieso jeder. Baldorfisch, oh ja, auch ziemlich schwierig. Potrum, müssen wir auch drauf kommen müssen. Hier, ja, sind auch so die eher die unbekannten Feuerviecher. Corazon, Remoraid, naja. Wieso gebe ich Octillery ein und weiß den seine Vorentwicklung nicht? Oh Mann. Da hinten noch Fabigel, oh Mann, hätte man auch wissen müssen, genauso wie Matera hätten wissen müssen. Okay, 77%, Average Score 74, also wir sind schon mal über dem Durchschnitt. Naja, okay, ich glaube, es war jetzt nicht so die komplette Glanzleistung. Aber, naja, komm, vielleicht mache ich es irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen und bis dann. Servus.